So ist der Stand der Dinge jetzt. Und ich habe überlegt, ich möchte heute noch ein bisschen vloggen. Es gibt so ein Clean with Me. Wir bereiten ja jetzt den finalen Umzug vor. Das heißt, alles, was hier noch in der Wohnung ist, muss an unserem Umzugstag fertig sein. Und Ozog und ich, wir haben das eben besprochen. Und zwar ist mein Plan jetzt erstmal, dass alles, was fertig ist, dass wir es in diese Ecke stellen können. Weil das Gute ist, wir wohnen in der Hochparterre und wir können durch beide Fenster, die sind sehr groß, ne, kann man Sachen draufstellen und man kann die von draußen greifen, ne, dass wir das nicht durch die Tür tragen müssen, sondern durchs Fenster geben müssen. Deswegen ist hier, weil das auch gerade so frei ist natürlich, ein richtig guter Standpunkt, um alles zu sammeln, was wir so mitnehmen möchten. Und ich mache das jetzt. Das heißt, ich räume den Gammel da weg, der da noch in der Ecke ist. Der Teppich wird eingerollt. Ich würde gerne jetzt auch die Gardinen schon abnehmen, denn wir müssen ja die Löcher zumachen und nochmal drüber malern, dass das halt nicht so hässlich aussieht. Und wenn das hier alles davor steht, dann kommen wir ja nicht mehr so gut an die Fenster ran, ne? Und schon gar nicht mit einer Leiter dann hoch um die. Und wenn der Umzugstag erstmal vorbei ist, ne? Und ich in unserem Häuschen sitze, dann habe ich auch gesagt, habe ich gar keinen Bock mehr, fühle ich gar nicht nochmal nach Berlin zu kommen, um irgendwelche Löcher zuzumachen. Deswegen müssen wir das jetzt alles machen, solange wir hier noch wohnen. Ansonsten muss Ozog den Rest machen. Habe ich ihm aber auch so gesagt, ne? Das ist dann so eine Absprache, die man dann halt weiß. Deswegen habe ich gedacht, ich mache heute diese Ecke hier erstmal komplett fresh, frei, sauber und oben die Dübel zu, damit wir halt hier den Platz haben, um alles hinzuschieben. Ich halte das ja für eine ganz gute Idee. Es ist jetzt noch früh am Morgen. Es ist 2024. Wir ziehen dieses Jahr in unser Häuschen ein und ich freue mich sehr auf die Dinge, die da kommen werden. Und das ist jetzt erstmal der Ist-Stand. Das haben wir uns überlegt und das machen wir jetzt. Yeah.
I've been all around the globe trying to protect your soul. I don't wanna fall in love, I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love, I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love, in love. Inzwischen sind wir jetzt schon ein bisschen weitergekommen. Die Fenster sind einmal komplett sauber gemacht, genauso wie die Heizungen. Den Schrank habe ich eigentlich auch abgewischt. Das kann ich wohl gleich nochmal machen. Es tut mir leid, aber das muss ich in der extra Sache. Das sind unsere. Das ist das Kellerregal von Fati, was unten immer stand, in schwarz. Ich habe es aus Narnia geboten und mitgenommen, weil das ist ein sehr gutes, stabiles Regal. Und es hat mehrere Bohrungen. Das heißt, dort, wo hier jetzt die Dinger waren, müssen wir es nicht anbringen. Wir können es auf die Höhe gestalten, wie wir wollen. Ja, das ist ein selbstgebautes Regal von Fati mit den Mega-Schrauben, die ihr gerade gesehen habt. Ozark möchte es gerne behalten, weil es so super mega stabil ist. Guckt euch diese Schrauben an. Also eine so eine Schraube kostet im Baumarkt 1,49 Euro. Eine. Genau. Bei Obi. Die sind jetzt ein bisschen rostig, habt ihr ja gesehen. Die machen wir mit einem Rostlöser in den Eimer, putzen das ein bisschen ab und dann kommt da eine kleine Wachsschicht drüber und dann passt das. Genau. Und genau, das wollten wir euch zeigen. Ozark holt jetzt den Rest aus dem Keller hoch. Das ist zum Beispiel das Werkzeug unter anderem. Das packen wir nämlich noch so in Kisten ein, dass man nicht tausendmal laufen muss. Ja, aber so sind wir jetzt erstmal jetzt zufrieden. Ich habe einmal den Boden abgesaugt. Müssen wir mal gucken, weil Besenrein ist der jetzt natürlich wieder nicht, nachdem Ozark das Regal hier auseinandergebaut hat. Ist der. Aber ich saug ja nochmal. Wir saugen das ja sowieso noch einmal aus, bevor wir losfahren dann zum Schluss. Da wird hier einmal abgesaugt. Aber Ziel ist es jetzt, hast du das den Zuschauern schon gesagt, wir wollen jetzt alle Räume leer machen, dass es nur noch hier dann alles steht zum Schluss. Ja, wir bereiten unseren Umzug vor. Genau. Wollt ihr den Keller sehen? Habt ihr darauf Bock? Jetzt in die Kommentare schreiben und wir machen es trotzdem. Ja, ich muss euch abstellen. Der will ich ja auch nicht. Hi. Achso, genau, kannst du das noch mit den Lampen erklären? Weil vielleicht wissen das Leute auch nicht hier mit den. Wir haben ja überall Lampen oben dran. Lüsterklemmenhalterung E27, so eine Lampenhalterung kann man einfach anbringen. Davon haben wir nur eine und wir brauchen fünf. Aber in der Stube brauchen wir nichts. Ne? Genau, weil da machen wir eh kein Licht an. Das passt einfach ein Deckenfluter.
Gibt es im Dreierpack bei Obi, bei Amazon ist günstiger, aber wir fahren einfach morgen zu Obi. Das genau, ist nach der Arbeit. Und dann können wir nämlich die Lampen Morgen habe ich Termin wieder bei HEMA, ich muss noch Blut spenden. Ne? Ja, das können wir danach machen oder ich kann auch allein zu Obi fahren. Jedenfalls können wir dann schon die Lampen abmachen und da sind ja überall Löcher in den Decken, um die Lampen zu halten. Da. Deswegen arbeite ich auch mit Handschuhen. Ja, Metall ist halt, schneidet halt rein. Ja. So, wir gehen mal runter, Teller, das ist frühisch. Jedenfalls können wir dann, Schlüssel hast du? Ja. Ja. Die Löcher an den Decken auch noch alle zumachen. Und am Umzugstag brauchen wir dann nur noch das Abklemmen mit einem Schraubenzieher, ne? Genau, richtig. So, ich hoffe, keiner von euch hat Angst im Keller. So. Unser Schloss nehmen wir auch mit, weil es ein super Schloss ist. Ja, das nehmen wir natürlich mit. So. Ich glaube, die Matte war auch vom Party. Ja. Es wird gleich heller. Ich muss jetzt nämlich hier, das ist nämlich die Konstruktion von oben. Da hat ja auch die Vermietung erstmal so faxenmäßig rumgemeckert. Erst hat sie gesagt, nee, geht nicht und so. Und dann hat sie gesagt, ja. Doch, das lassen sie mal besser. So. Als ob wir Elektriker wären. Ja. Ja. Genau. Also, das sind jetzt noch die Ordner. Vom Fatih. Wir haben auch so, was haben wir so? Modellbauzeitschriften sind Modellbau das. Modellbau. Gruppen, ja. Genau, Gruppen, ja. Vereine. Angeschrieben aus Berlin und mit denen telefoniert und Fotos geschickt und so, aber die haben mir gesagt, unsere Mitglieder sind so alt, die sterben jetzt alle nacheinander weg und dann lösen sie die Sammlungen auf. Das ist jetzt nichts mehr wert und so. Ja, genau. Also auch die möchten es leider nicht mehr haben. Ja, werden wir es denn ansonsten ist entsorgen. Ist natürlich sehr, 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 sehr schade. Ja. Ja, ist ja einiges noch, ne? Ja, genau. Das sind ja ganze Jahrgänge, wenn man das ja sieht hier. Haben wir ja schon gesagt. 1985, 2007. Das ist, ja. Ja. Ja, ja, wir gucken nochmal grob drüber, ob nicht irgendwas anderes zwischengerutscht ist, ne? Weiß man ja immer nicht, aber... Ja, und das hier ist auch noch so ein Zeug, da wussten wir es auch nicht. Die verschenken wir jetzt auch, ansonsten müssen wir die auch verschrotten. Ja. Das ist die Tür... Aus der Kammer. Wo unsere Waschmaschine, Spülmaschine drin ist. Ja, genau. Ja, hier haben wir noch einen Besen gelassen, weil wir müssen noch einmal fegen. Das Brett und so, das letzte Brett, das werden wir dann auch einfach entsorgen. Aber ja, so frei war der Keller wirklich lange nicht. Hallo! Ist halt nochmal die komplette Stube, ist direkt unter uns, ne? Genau, unterm Wohnzimmer. Unterm Wohnzimmer. Ja. Ja. Ist aber krass, wie viel wir geschafft haben eigentlich. Ich habe von Marco und von den Jungs aus über Instagram und über Facebook sogar, hier Markus schreibt denn über Facebook immer, Markus, hol dir Instagram endlich, so geht das nicht weiter mit uns, ja? Mr. Bladivadi. Ja, der hat übrigens auch mit Gilbert gesprochen. Der fand den Gilbert sehr nett. Ja? Ist er ja auch. Alle finden den Gilbert nett. Ja, finden wir auch. Nee, und die haben gesagt, wie krass, wie viel wir geackert haben schon. Man muss sich das ja vorstellen. Heute ist Neujahr. Heute ist der 1.1.2024. Und so sieht es jetzt aus. Wir haben nur noch das, was oben ist und das hier. Bäm. Ja. Geil. Ja, nice. Also wie gesagt, das Entsorgen war noch die Sachen. Die Tür kommt hoch und dann fegen wir einmal. Und dann hat sich das hier im Keller auch erledigt. Das Kabelwirrwarr lassen wir da. Die Matte müssen wir noch entfernen. Das ist der Nachmieter, der Strom in so und Licht in seinem Keller hat. Die anderen Nachbarn haben das nicht. Ja, weil Fadi hat es ja einfach durch den Boden gebohrt oder durch die Decke. Ja. Also die Steine sind nicht unsers. Und hier ist noch so ein bisschen Sand und so. Ich habe hier schon mal angefangen, den Keller zu fegen. Ne? Das machen wir auch noch. Ja. Ja, genau. Dass wir einmal den Keller fegen, weil der meiste Dreck ist wahrscheinlich wirklich von uns. Ja, das ist halt Staub und Zeug, was runtergefallen ist beim Transportieren. Da können wir ja halt nichts. Ja. Das ist halt Keller. Nee, aber das machen wir noch, bevor wir ausziehen natürlich. Ja, was ich jetzt noch als nächstes machen wollte, ist die Löcher zu. Und zwar haben wir jetzt Löcher, wo die Gardinenstangen gehangen sind. Und hier den Spiegel, den haben wir hier auch befestigt. Und dort hinten war noch unser Regal an der Wand. Bevor ich hier nicht mehr rankomme. Ja, hier ist Modell Gips. Das ist nämlich das dann zum... Genau. Das komme ich in meine Werkzeugkiste wieder alles zurück. So, gehen wir einfach Modell Gips einmal mit Wasser anrühren. Reindrücken. Manchmal hole ich die Dübel noch raus, je nachdem wie überstehend sie sind. Ja.
Wobei ganz oben bei, da hatten wir ja diese Rigipsdübel, die konnte man ja per Hand rausdrehen. Genau, habe ich alles schon gemacht, ist alles und, draußen. Ja, die sind aus Metall, die kann man wieder benutzen später mal. Das ist das Schöne, die sind wiederverwendbar. Ja, also wir sind auch nachhaltige Handwerker. Ja, die sind noch von meinem Daddy, ne? Genau. Und haben wir im Baumarkt nicht mehr gesehen aus Metall, nur noch aus Plastik. Ja. Ja. Das heißt, oben sind sowieso keine Dübel mehr drin und ansonsten schneidet die man den Überstand mit einem Cutter ab oder dreht eine Schraube rein und dann kriegt man den Dübel nochmal mit raus. Und dann lassen wir das ein bisschen trocknen und dann kommt da Farbe drüber, dann ist die Ecke schon ziemlich gut. Wir müssen halt noch den Rest der Wohnung packen, aber ich denke für heute sind wir ganz gut dabei. Ich denke auch, dass wir das bisher ganz gut geschafft haben. Haben wir viel wieder gemacht. Und ja, ich wurde übrigens angesprochen beim Putzen. Ich bin ja hier Hochparterre und die Leute können mich sehen und die eine Frau grinst mich übelst an, dann grinse ich sie zurück an, weil ich meine, was soll ich tun? Wir hatten Blickkontakt, ne? Das ist dann so, Panik steckt in einem auf und dann sagt sie, ah, das ist aber ein guter Neujahrsvorsatz. Naja, die war jedenfalls ganz nett und wir machen jetzt weiter.